Schlingentrainer. Einfach fit zu Hause. Schlingentrainer gibt es zwar schon länger, sind allerdings erst seit kurzem in Mode gekommen. Im Zuge meiner Ausbildung zum Fitnesstrainer A habe ich das Konzept und einige Übungen kennengelernt und muss sagen, Schlingentrainer sind kostengünstig und eine wunderbare Methode, um sich zu Hause fit zu halten. Natürlich kann ein Schlingentrainer in Sachen Muskelaufbau einer Handelbank mit Handelset nicht das Wasser reichen, aber dennoch kann man mit dem ernsthaften Muskelaufbau betreiben. Ich sehe sogar immer öfter, wie Leute in Fitnessstudios ihr Training an Handel und Geräte mit Übungen am Schlingentrainer vervollständigen. Was genau ist ein Schlingentrainer? Ein Schlingtrainer ist eine äußerst kostengünstige Methode, bequem von zu Hause aus den gesamten Körper zu trainieren und Fett abzubauen oder Muskeln aufzubauen. Ein Schlingtrainer besteht im Grunde aus zwei langen Schlaufen, an dessen Ende ein Griff, am anderen eine Installationsmöglichkeit befestigt ist. Viele Modelle kann man an einer Stange befestigen, beispielsweise an einer Klimmzugstange. Andere können sogar in eine offene Türe eingehangen werden. Schließt man diese dann, sitzt der Schlingentrainer stabil. Die Schlaufen kann man in der Länge verstellen. So kann man sich an diesen festhalten und beispielsweise eine Ruderbewegung für den Rücken ausführen, indem man sich nach hinten lehnt und die Ellbogen hinter den Rücken zieht. Man arbeitet hier also mit seinem eigenen Körpergewicht und kann mit ein wenig Fantasie auch die gesamte Muskulatur beanspruchen. Indem man die Füße in die Griffe einhängt, können beispielsweise hängende Crunches ausgeführt werden. Worauf muss ich beim Schlingentrainer achten? Das ist das Schöne an Schlingentrainern. Weil sie so simpel, aber hocheffektiv sind, unterscheiden, sie sich, unterscheiden sich die einzelnen Modelle wenig. Wer Qualität kaufen möchte, ist mit der Marke TRX gut bedient, welche Schlingentrainer als erstes auf den Markt brachten. Ab und an hat sogar Aldi oder auch Lidl welche im Angebot, bei denen problemlos zugeschlagen werden kann. Wie ich eingangs schon erwähnte, unterscheiden sich die Modelle noch in der Art der Installation. Manche benötigen eine Stange zur Befestigung, andere kann man mit Hilfe einer Türe installieren. Wer eine Klimmzugstange gekauft hat, kann diese beispielsweise als Befestigung nutzen. Wie trainiere ich mit einem Schlingentrainer? Im Gegensatz zur Handelbank brauchen wir keine externen zusätzlichen Gewichte. Beim Training mit dem Schlingentrainer arbeitest du hier mit dem eigenen Körpergewicht. Ich habe dir weiter unten ein Video verlinkt, welches du dir am besten kurz anschaust, damit du weißt, wie das Training grundsätzlich aussieht. Man muss aber nicht glauben, dass Training sehr leicht oder nicht anstrengend Man kann die Intensität sehr stark steigern, indem man sich stärker Richtung Boden lehnt, also den Winkel verkleinert. Als ich das erste Mal mit meinem Schlingentrainer trainiert habe, hatte ich den Tag darauf ordentlich Muskelkater. Es ist ein absoluter Irrglaube, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht seien nicht anstrengend. Wer sollte sich einen Schlingentrainer kaufen? Ich persönlich halte Schlingentrainer für die ideale Anschaffung, wenn einer oder mehrere der folgenden Produkte auf dich zutreffen. Du möchtest für das Training zu Hause nicht viel Geld ausgeben, du hast wenig Zeit und möchtest von zu Hause aus trainieren, du möchtest deine Wohnung nicht mit einer Handelbank zustellen, du suchst eine einfache, günstige Lösung, dich fit zu halten, du bist oft auf Reisen und willst den Sport nicht vernachlässigen. Da ein kaum Platz beansprucht, kannst du ihn problemlos mit auf Reisen nehmen und ihn nur im Hotelzimmer installieren. Insgesamt eine wirklich tolle Erfindung, die perfekt für Anfänger, Jugendliche, aber auch Senioren geeignet ist. Eine sehr einfache Methode, sich fit zu halten. Keine große Installation, geringe Anschaffungskosten und große Übungsvielfalt.